Ja, eigentlich hatte ich heute erstmal High Five. Vergiss die Zwiebeln nicht für eure Freundin, wer Borat 2 gesehen hat. Frauen mögen Zwiebeln. Worauf ich hinaus wollte, eigentlich wollte ich die 26 heute nicht andrehen. Ich hatte ja, ihr wisst noch nicht und es kommt ja jetzt auch nicht sofort online. Ich habe so ein Kartenvideo gemacht. Jetzt war ich statt einer Stunde 3 Stunden im Atelier und habe dann halt auch gearbeitet. Finde jetzt aber blöd, ich habe das hier 2002 gemacht. Ja, außer die weißen Outlines. Das ist die Heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute. Das ist Öl ohne die weißen Linien. Auf Leinwand halt. Ne? Ist jetzt auch eine 20 Jahre alte Leinwand. Aber wie die meisten vielleicht mittlerweile wissen, zumindest wenn sie ab und zu zugehört haben, so eine Leinwand überlebt uns ein paar hundert Jahre. Das finde ich auch sehr spannend. Also vor ungefähr 20 Jahren habe ich das gemalt anhand von einem Erbstück. Wir haben in der Familie einen Freund gehabt, der ist gestorben. Und ich habe bekommen vor 20 Jahren eine Skulptur der heiligen Barbara aus einem Stück Kohle geschnitzt und versiegelt. Und das habe ich dann gemalt. Ja, so sah es aus. Da sind durch die Umlagerungen sind da jetzt Sprühdosenflecken drauf und so. Aber im Großen und Ganzen der Rest, das Graue war ungefähr so. Und ich habe das Ding jetzt nach Recklinghausen geschleppt. Ich glaube auch schon letztes Jahr. Und wollte es irgendwann besser, geiler fertig machen. Weil das auch eine intime Geschichte ist. Die Person war uns nah. Als er gestorben ist, war ich auch im Krankenhaus an seinem Sterbebett und sowas alles. Und war mir schon ein Freund, auf jeden Fall, vor 20 Jahren die Person. Die war auch mit unserer Familie, kann ich euch gar nicht sagen, bestimmt 6, 7 Jahre sehr eng. Eigentlich Familie war das, der Josef. Und von ihm hatte ich diese Skulptur und ich habe die dann irgendwann als Übung gemalt. Ich habe beschlossen, diese Übung irgendwann fertig zu machen. Beschlossen habe ich das, denke ich, in den letzten 2, 3 Jahren. Ich glaube, das Ding stand auch in dem Atelier bei meinen Eltern rum, dass ich demnächst sexy renovieren darf. Ich liebe ja renovieren. Nicht? Gar nicht. Ich kann das nicht ertragen. Und habe mir jetzt gerade, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht. Das passt sehr gut in meine aktuelle Ruhrpott-Reihe, die ich aus all meinen Ruhrpott-Bildern machen möchte. Und dachte, bevor ich das jetzt überarbeite, schnell, warte, hier ist auch noch ein Fotoknopf. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, 5 Fotos gemacht. Ich filme das jetzt. Und da ich jetzt die Aufnahme begonnen habe, kann ich euch zeigen, was ich gemacht habe. Gehört auch zur Ruhrpott-Reihe, sehr geil. Ich habe nämlich an das habe ich vor ein paar Wochen angefangen. Ich habe das Hintergrundblau vielleicht gefilmt, trocknen lassen. Härten RGB reingetaggt mit diesem schönen schwarzen Montana Pinselstift. Jetzt habe ich die Outlines gezogen, Figuren reingezeichnet, eine Zeche reingemacht und die Rundteile, die es nicht mehr gibt. Für die Rundteile und die Zeche will ich aber noch mein Tablet hier haben. Das habe ich in Härten liegen lassen, denn ich hatte heute nicht vor zu malen. Dann ohne Tablet weitergemacht, aber die Sachen sind ja schon ziemlich weit gewesen. Ich habe heute gepostet, ohne dass da Härten steht, das Bild. Und habe da blaue Highlights reingemacht und schwarze Highlights. Aber das Ding wird ja einfach nur so eine übertriebene Neon-Highlight-Geschichte. So ein bisschen wie bisschen LSD picken und Techno hören, so ungefähr. Nur als Bild. Und dann halt hier. Dann habe ich nämlich in meinem Leben. Das ist Nummer 4. Nummer 2 steht da. Nummer 1 habe ich verkauft. Und Nummer 3 ist nicht fertig. Aber Nummer 1, 2 und 3 sind sich sehr ähnlich. Da sind immer diese Füße vor. Mit diesem Schuh. Und relativ so, wie es auch ist. Nur verschiedene Größen. Und das hier wird so ein bisschen mehr mein Style. Und ich habe ein Affe angefangen mit Einhornmütze. Aber da müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Das werdet ihr jetzt so nicht sehen, wenn ich euch das zeige.
Ich habe es auch gefilmt, aber ich glaube, ich war vom Abstand zu weit weg. Da muss ich die Kamera demnächst anders anpassen. Und ich habe bei Maria Outlines gemacht. Maria ist sehr wichtig, denn sie betet für uns Sünder. High five. Jeder, der schon mal ein bisschen Sünde gemacht hat, sie betet für uns. Sie ist Mutter von Gott. Sehr wichtig. Hail Mary. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen ironisch gesagt und ich rede auf einmal schnell. Ich muss langsamer sprechen. Ja, Religion muss jeder für sich entscheiden, wie er das angeht, ob er auch. Es gibt ja Leute, die verschiedene Religionen haben und es überhaupt nicht cool finden, sich über Religion in irgendeiner Form lustig zu machen. Ich habe auch Religion, wie andere Leute T-Shirt haben, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, Religion zwischendurch auch mal nicht ernst zu nehmen oder sich darüber lustig zu machen. Das ist eigentlich ein ernstes Gemälde mit vielen biografischen Aussagen. Und ich als gläubiger Christ, um es so zu sagen, bin jetzt auch nicht übertrieben praktizierend und ich würde niemals missionieren. Sehe ich nicht. Andere Leute, die irgendwelchen Religionen nachgehen, missionieren sehr stark und nehmen den Missionsauftrag sehr ernst. Für die, die nicht wissen, was eine Mission ist, fast in jedem Glauben gibt es den Glaubenssatz, dass man Leute, die jetzt zum Beispiel nicht Christen sind, bemüht ist, zu Christen zu bekehren. Jetzt als Beispiel. Muslime haben das auch. Sehr stark sieht man auf den Straßen die Zeugen Jehovas. Die haben auch einen Missionsauftrag. Dann haben die wirklich. Deswegen hängen die mit ihren Büchern rum und klingeln auch oft bei Leuten so. Das ist damit, wenn die jemanden bekehren, dann ist noch geiler für die im Himmel. Ich glaube, bei uns Christen schadet es nicht, jemanden zum Christentum zu bewegen. Aber wenn du es nicht machst, ist das auf jeden Fall nicht, dass du nicht in den Himmel kommst, ist scheißegal. Es gibt x Sünden. Es beschränkt sich nicht auf diese 10 Sünden mit Frau, dies, das, klauen, töten und so. Das ist auch schon ein bisschen weiter gefächert. Ähnlich wie in der Tora. Die kommen ja von Moses und auch der gute Mohammed hat die Dinger übernommen, ein bisschen überarbeitet, ein paar Sachen angepasst, auch sehr intensiv. Guck mal, die Juden haben auch kein Schwein gegessen und bei dem Koran ist das ein bisschen schwieriger. Ich weiß nur, das hat auch was mit Hufe zu tun. Du darfst zum Beispiel Kamele oder Andromedas essen, aber die mit gespaltener Hufe halt nicht. Deswegen kannst du Pferd essen zum Beispiel. Aber ich bin da raus. Ne? Das war jetzt halt nur so ein. Ich persönlich für mich finde es nicht schlimm, auch mal Witze über Glauben zu machen. Und deswegen spreche ich auch sehr gerne, sehr ungerne vielleicht über andere Religionen, weil ich weiß, dass ich durfte sehr viele Menschen kennenlernen, die auf eine gewisse Weise sehr fromm sind. Und ich finde Religion, da gibt es so einen Spruch, wenn man isst, spricht man nicht über Politik und Religion. Fertig. Ne? Wenn du Gäste hast und du isst, sprech nicht über Religion oder Politik, weil da sind die Meinungen sehr geteilt. Und deswegen mag ich eigentlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit. Jetzt habe ich es gemacht und ich finde, ich trage auch meine Religion in gewisser Weise regelmäßig nach außen. Aber ich möchte nicht über andere Religionen sprechen und ich weiß, dass da halt auch viel Unglück passiert ist auf der Welt. Über das möchte ich jetzt auch nicht sprechen. Ich meine, es ist doch ganz einfach, wir haben von Holocaust bis die palästinensische Geschichte, wobei da geht es eigentlich nicht um Religion zu tun, dann haben wir ganz, ganz schlimme Sachen, so die Engländer, das ist Kolonialisierung, als sie damals die ganzen Hindus massakriert haben. Die Japaner haben auch ohne Ende Leute gekillt, genau wie die Chinesen. Und dann gab es
Alexandria, ach egal, High Five, Leute, scheiß da drauf. Ich wollte nur sagen, ich habe ein bisschen was gemalt. Ich male bestimmt morgen, übermorgen nochmal. Yeah, Kunst macht Spaß. Das ist auch so ein Ding mit dem, in meiner Kunst findest du halt wirklich sehr, sehr wenig. Dann lieber irgendwelche anderen Aussagen gegenüber Moral, oder so. Ich glaube, es gibt zwei Lieder von mir, die heißen Fick Rassismus, weil ich bin sehr weltoffen, Alter. Ich habe mit Jamaikanern zusammengelebt, mit vielen Muslimen bin ich befreundet oder bekannt. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich muss sagen, ich kenne, glaube ich, fast gar keine Juden. Vielleicht ein paar in Polen oder so. Aber in Deutschland tatsächlich nicht. Hier sind nicht groß Juden unterwegs, wo ich wohne. Ich kenne Ägypter, Marokkaner, Chinesen, Buddhisten, Japaner. Egal. High five, Alter. Alle Menschen sind schön. Und wir sollten uns alle lieben und einfach nur Spaß haben und coole Sachen machen. Das ist auch sehr cool, Alter. Da kommen coole Sachen hin. Das wird wie so ein Bang, Alter, so ein Monster-Graffiti, nur auf kleine Leinwand, so wie so ein brutales Ultra-Bombing. Da habe ich auch in der Richtung coole Bekanntschaften gemacht in letzter Zeit, was sehr Spannendes erfahren. Und dazu ein bisschen Charakter unten drunter, passt super in die NRW-Reihe. Und dann kram ich noch die alten NRW-Sachen raus und dann machen wir so Pow, 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 NRW. Bam, Alter. One Love, Leute. Sorry, dass ich zwischendurch so komisch geredet habe, aber ich wollte mich beeilen. Ich gucke hier so ein Interview und ich will noch mit dem Hund noch mal raus.